Ja, Flugzeugkamerabrat. warum So. legen Sie denn dauernd auf? Ich bin jetzt schon dreimal zum Telefon gelaufen. Ach so, okay. Ich dachte, dass Sie nicht abheben und dann habe ich sofort aufgelegt. Ich habe das Ich nicht muss ja gewusst. erst mal hinlaufen da, ne? Ach so, das wusste ich nicht. Okay, haben Ja, Sie ich jetzt sitze Zeit da doch zum nicht den Gespräch? ganzen Tag am Telefon. Ach so, mein Fehler, Herr Ja. Maurer. Okay, Sie haben einen Bericht von uns gelesen, wie man automatisch handeln kann. Also mit Ja, was habe ich Amazon. gelesen? Sie haben einen Eine Bericht Rechnung? gelesen. Nein, nein. Sie haben einen Bericht gelesen über Amazon, wie man automatisch handeln kann. Ja, das dauert ja immer so lange, ne? Ja, natürlich, Maulwurf. Und Sie wollten unseren Auto-Trading-System benutzen. Dass man sich da quasi gar nicht mehr selber drum kümmern muss, ne? Richtig, das ist der Algorithmus-System, Herr Maulwurf. Der Da haben was? Sie die Möglichkeit. Algorithmus-System. Ist das ein Also, russischer Name? nein, nein. Algorithmen. Algorithmus. Das heißt Ja, freut mich Auto-Trading-Software. sehr. Okay. Herr Ja. Maulwurf, Sie müssen auch nicht jeden Tag am Rechner sitzen Nee, und das selber an eine. habe ich ja sowieso nicht vor. Das ist ja im Prinzip ist das ja nur interessant, wenn es auch um eine Bestellung geht, nicht wahr? Ja, natürlich. Also bei uns läuft es alles automatisch. Herr Maulwurf, was Sie machen müssen, ist einfach eine Überweisung zu machen. Ja, wie immer halt, Banküberweisung. ne? Ja, natürlich. Haben Sie schon mal früher irgendwo mitgemacht oder in investiert? Ja, also ich habe ja mal die Probemitgliedschaft gehabt vor ein paar Jahren. Und Mhm. dann bin ich jetzt länger krank gewesen, nicht wahr? Ach so, Herr Maulwurf. Okay. Ja. Unser Auto-Trading-System ist für Kunden, die keine Erfahrung haben und Für für Hunde? Kunden. Nein, nein, für Kunden. Ach so. Ja? Dachte ja schon. Die keine Erfahrung haben und deswegen läuft es alles automatisch, Herr Maulwurf. Ja. Wenn ich fragen darf, Sie haben bestimmt auch gelesen, dass man investieren muss, einzahlen muss. Ja, so umsonst gibt's ja nichts, das ist mir ja schon klar, ne? Ja, von nichts kommt nichts, Herr Nochmal Maulwurf. was bitte? Von nichts kommt nichts. Deswegen Ja, da haben müssen Sie Sie recht, auch, ne? wenn ich fragen darf, Herr Maulwurf, haben Sie sich Gedanken gemacht, mit welchem Betrag Sie gerne starten möchten, Also einzahlen möchten? ich habe ja im Prinzip die Wunschliste hier schon vollgepackt. Also, Sie müssen auch investieren, Herr Maulwurf. Ja, natürlich, Ja, wie klar. viel möchten Sie investieren? Also ich habe gelesen, also ich habe es irgendwo habe ich gelesen, was das im Jahr kostet, aber ich kann das jetzt gar nicht mehr finden. Also, Mindestbetrag ist 250 Euro, Herr Maulwurf. Na gut. Okay. Müssen, sobald Sie irgendwo überweisen, müssen Sie bei der Bank gehen oder haben Sie jemanden, der bei der Bank geht oder haben Sie Online-Banking? Ja. Wie machen Sie die Überweisungen, Herr Maulwurf? Naja, wie immer im Prinzip, ne? Ja, aber per Banküberweisung oder machen Sie das per Kreditkarte oder wie? Nee, ist ja das mir ja schon mit der Hausbank, ne? Das ist mir ja am. Weil da kann ich immer noch mal hingehen und dann wird einem da ja auch geholfen, ne? Natürlich, okay. Herr Meistens Maulwurf. zumindest. Es gibt da Florian, heißt der. Florian, der Übermensch, der ist ja, sag mal, der Bankberater, der ist immer ganz unfreundlich. Und wenn ich dann sehe, dass der Dienst hat, dann gehe ich auch gleich wieder und komme dann am Nachmittag wieder, ne? Ach Weil sonst so. macht das ja keinen Spaß, ne? Ja, Weil das war Geld fast. ausgeben soll ja Spaß machen. Ja, Herr Maulwurf, Sie werden auch, es läuft momentan sehr gut. Sie wissen ja, durch die Ukraine-Krisen sind auch die Ölpreise gestiegen natürlich. Das wissen wir ja auch. Und deswegen, der Auto-Trading-System macht das alles automatisch für Sie. Was das dem das mit den Russen, dass da nichts passiert oder was? Nein, nein, durch die Ukraine-Krise sind Ja. die Ölpreise letzter Zeit gestiegen. Und deswegen, da können wir auch gutes Geld verdienen. Verstehen Sie mich? Und die meinen, dass wir das quasi dann bei den Russen abkaufen sollen oder wie?
Richtig. Also da werden wir einfach Geld einsetzen und mit Bei den Profit Russen? rausgehen. Nein, nein, Sie haben mich falsch verstanden. Herr Maulwurf, wie gesagt, es läuft alles automatisch. Damit Sie eine Überweisung bei uns machen können, brauchen wir Postleitzahl von Ihrer Seite, Adresse, Hausnummer und Ihre IBAN-Nummer. Dann kann ich Ihnen unsere Bankverbindung senden. Sie brauchen meine Bankverbindung, damit ich Ihnen meine geben kann. Nein, nein, nur Ihre IBAN brauchen wir, Herr Ja, Maulwurf. das ist ja Das die ist wegen Auszahlung. Bankverbindung. Ja, das ist wegen Auszahlungen, sobald Sie später auszahlen. Herr Ja, Maulwurf, ja. müssen wir die Verifizierung machen. Gar kein Problem, ne? Ich will ja auch bei Ihnen immer bestellen, ne? Ja, also kennen Sie Ihre IBAN auswendig oder Nee. haben Sie es irgendwo Ich notiert? hab doch kein Computergedächtnis. Früher, als das alles noch mit Kontonummer war, nicht wahr? Da war das ja alles gar kein Problem, aber jetzt diese 20 Teile da hintereinander, das macht ja keine Freude sozusagen, ne? Ja, das ist auch zu lang. Okay, Herr Maulwurf, haben Sie überhaupt keinen Computer zu Hause, also Na zu Hause doch. oder wo Sie sind? Ne, wie soll ich denn sonst bei Ihnen immer? Bestell doch immer bei Ihnen. Sag Ja, mal, ein aber. Bestelltelefon bieten Sie ja gar nicht mehr an, ne? Okay, Herr Maulwurf, ist das Ihre E-Mail-Adresse? Hans-Maulwurf1941@gmail.com. Nee, 1946 muss das heißen. Da habe ich Ach mich da so. bestimmt vertan. Ach so, ist kein Problem. Ich werde das korrigieren. Herr Maulwurf, Ja. haben Sie Zugriff auf Ihre E-Mail? Na, da müsste ich den Computer eben anmachen, wenn Sie da mal Okay. die Minute entbehren können. Dann werde ich Natürlich. das sehr gerne für Sie machen, ne? Okay. Das soll ja was werden, ne? Natürlich. Okay, ich warte kurz auf der Leitung, bis Sie Ihren Computer anmachen, okay? Sie können mir so lange ja noch mal von den, sag ich mal, positiven Auswirkungen Ihrer Dienstleistung erzählen, ne? Sowas hört man Natürlich. ja immer gerne, gerade als Natürlich. Maulwurf. Ja, natürlich. Also Herr Maulwurf, wie gesagt, natürlich besteht auch Markt ist turbulent bei der Börse und deswegen gibt es immer viel Risiko. Aber das Gute daran ist, unser System hat eine gute Erfolgsquote. Das Ja. heißt, weil wir gewinnen, sobald der Kunde gewinnt. Wir bekommen auch einen Anteil. Also von jedem Gewinn, die Sie mit uns machen, bekommt unsere Firma 1%. Verstehen Sie mich? Nee. Nochmal Also bitte. sobald Sie gewinnen mit unserem Autotrading, verstehen Sie mich? Sie gewinnen, wir gewinnen auch. Win-Win-Konzept. Also Sie meinen, wenn die Russen jetzt abgewehrt werden? Okay, habe Ihnen auch eine E-Mail gesendet mit Kontaktdaten von uns, Firmenadresse. Da finden Sie auch unsere Lizenz und alles Mögliche. Was denn für eine Lizenz? Rundfunklizenz? Nein, nein, Lizenz von unserer Firma. Ja, aber wofür denn? Ein Ja, damit. Ausbilderschein oder was haben Sie? N nein, nein, ich werde Ihnen, ich habe Ihnen nur unsere Daten von unserer Firma gesendet. Ja, Verstehen Sie aber mich? bei mir ist noch nichts angekommen. Aber ach so, Sie haben schon einen Computer angemacht. Ja, ich hab den angemacht, ne? Wir sprechen ja davon, ne? Ich bin ja nicht Ja, langsam, nur ein natürlich. bisschen deppert. Okay, ich werde Ihnen jetzt gleich eine E-Mail senden. Okay, ich heiße Lukas Blumberg. Sie müssen einfach auf Ihrem Posteingang überprüfen. Also jetzt am Briefkasten? Nein, nein, auf Ihre E-Mail. Ja, wird gemacht. Also das war mit 1946. Ja, 1946, Hans Maulwurf, 1946, gmail.com. @gmail.com. Okay, ich habe das jetzt gesendet. Sie müssen einfach Das überprüfen. ist sehr freundlich von Ihnen. Okay, also es dauert bestimmt ein wenig, aber Ja, ich kann da ja gleich mal gucken, weil wir ja, haben da gucken ja Sie mal. alle ein Interesse dran, dass das im Prinzip ja dann auch wohlig über die Bühne geht, nicht wahr? Weil wir wollen ja im Natürlich. Prinzip auch das Maximale rausholen aus den Eichhörnchen.
Ja, natürlich. Und deswegen, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, da dort einzusteigen. Und aber wie gesagt, Sie müssen erstmal die Verifizierung machen und dann erhalten Sie unsere Bankverbindung, wo Sie eine Überweisung machen können. Ja, also ich habe jetzt gerade noch mal nachge. Ah ja, Lukas Blumberg. Ja, das bin ich. Okay. Sie haben Öffnen Sie. sich erfolgreich registriert. Ja, das scheint ja das Richtige zu sein, nicht wahr? Ist das Da sind das Sie ganz Richtige? richtig. Das ist die E-Mail, die ich Ihnen gesendet habe. Herr Haben Sie das Maulwurf, geschickt? ja, Lukas Blumberg, falls Sie diese E-Mail erhalten haben, das bin ich. Können Sie mir einfach vorlesen, was da steht? Habe ich doch gerade. Sie haben sich erfolgreich registriert. Bitte beachten Sie, dass Sie die Verifizierung abschließen müssen, okay? Ja, Sie Sie sind können die aus Unterlagen. Österreich und der Schweiz. Von wo rufen Sie denn an? Nein, ich melde mich aus Berlin. Also wir sitzen in Berlin. Ach, wo denn da? Berlin, Fasanenstraße. Da haben Sie auch unsere Adresse, falls Sie ein bisschen nach unten gehen. Was ist denn das für ein Stadtteil? Ich kenne mich ein bisschen aus in Berlin. Also Fasanenstraße 85. Ja, aber was Also für ein da haben Sie auch die Stadtteil Polizei. ist das? Da haben Sie also in der Nähe von der Börse, Herr Maulwurf. Ja, und in welchem Stadtteil liegt die Börse? Ja, also Ist da das haben Sie auch die Charlottenburg Postleitzahl. oder ist das Kreuzberg oder Ja, da Mariendorf? haben Sie auch die Ja, genaue Postleitzahl. Sie müssen doch wissen, wo Sie arbeiten, junger Mann. Ja, aber ich darf Ihnen nichts telefonisch weitergeben, nur Sie schriftlich. dürfen mir die Adresse sagen, aber nicht in welchem Stadtteil das liegt. Das ist so ein bisschen komisch, oder nicht? Ja, natürlich ist das komisch, weil ich habe Ihnen deswegen per E-Mail die Adresse gesendet. Was ich Ja, Ihnen da per ist ja E-Mail aber nur gesendet die habe, darf ich. Adresse. Ich frage jetzt Jana, in welchem Stadtteil Sie residieren, ne? Ja, also Ist die ich habe Ihnen. Frage zu schwierig? Ja, aber ich darf keine Auskunft geben. Ich darf nur schriftlich. Das, was ich Ihnen Ja, dann schriftlich schreiben Sie gesendet mir habe. noch mal eine E-Mail, in welchem Stadtteil das ist. Das möchte ich doch jetzt gerne wissen, ne? Ja, natürlich, dann sende ich Ihnen jetzt gleich eine E-Mail. Einen Moment. Ja, erstmal schnell nachschlagen, ne? Und dann raus damit. Wie lange müssen Sie denn heute arbeiten, sagen Sie mal? Also, ich bin bis um 18 Uhr im Büro. So lange? Wann haben Sie dann? Haben Sie doch gerade erst angefangen, oder? Ja, 10 Uhr bin ich jeden Tag, also von Montag bis Freitag. Wir haben auch unsere Pausen und natürlich also ungefähr 8 Stunden. Sie haben 8 Stunden lang Pause? Nein, nein, 8 Stunden arbeiten wir. Ach so. Ich habe gerade schon gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Okay, Herr Maulwurf, ich sende Ihnen jetzt gleich eine E-Mail. Das ist wunderbar. Aber wie gesagt, sobald Sie bei uns mitmachen, müssen Sie auch ein paar Unterlagen senden. Da steht Identitätsnachweis, Ja. Adressnachweis und Ihre IBAN-Nummer, okay? Das habe ich schon gesehen. Ich habe auch die Karte schon rausgesucht, ne? Also jetzt erhalten Sie noch eine andere E-Mail, aber Sie müssen kurz auf der Leitung warten, bis ich die andere E-Mail sende, Wo okay? soll ich hingehen? Sie müssen auf der Leitung warten. Auf was für eine Leitung? Ich rufe Sie gleich zurück, okay? Na, Sie haben doch gesagt, ich soll warten. Jetzt wollen Sie zurückrufen. Das macht alles gar Ja, keinen Sinn, was Sie mir oder erzählen. warten Sie, oder ich kann Sie zurück anrufen, bis Sie Na, die Unterlagen senden. ich warte einfach ein bisschen. Aber ich Okay, dann habe jetzt warten bei Sie. Ihnen auf der Internetseite steht, dass Sie in Zypern sitzen. Sie haben ja aber gesagt, dass Sie in Berlin sind, ne? Zypern ist unsere Lizenz, da sind wir versichert. CISEC, Zypern. Versichert? Richtig, Lizenz, Aber Regulierung und Lizenz in Zypern. was habe ich denn mit Versicherungen zu tun? Nein, es handelt sich nicht um Versicherung. Die Firma ist in CISEC lizenziert. Und was heißt das denn? Zypern. Das ist eine Lizenz. Ja, aber wofür denn? Ich habe jetzt das Für fünfte Mal Trading. gefragt. Für Trading ist das, Für weil Sie sind bei uns. muss ich da jetzt auf Zypern eine Lizenz kaufen? Nein, Sie müssen keine Lizenz. Das ist die Lizenz von unserer Firma, Herr Also ich habe Maulwurf. ja, wenn ich hier am Computer, ne, mal mein Window neu installieren muss, da habe ich ja auch eine Lizenz. Aber was hat das damit zu tun? Das ist alles sehr verwirrend, was Sie mir da erzählen. Nein, das ist nicht verwirrend. Sie Na machen doch. das verwirrend, Herr Na hören Sie, Maulwurf. wie Das ist reden ganz Sie denn leicht. mit mir?
Okay, machen wir es am besten ganz kurz, Herr Maulwurf. Können Sie mir jetzt mal Ihre IBAN geben, da kann ich das eben überweisen. Das dürfen wir nicht, ohne die Verifizierung zu machen. Ja, Sie müssen sich ja erstmal bei mir verifizieren, ne? Ja, Sie müssen die Unterlagen senden. Das steht genau auf der E-Mail, was Sie senden müssen. Ja, aber Sie reden doch die ganze Zeit von der Lizenz. Wo ist die denn? Da, wo Sie es sehen. Also, da, wo Sie es sehen. Ja, ich sehe Sie nicht. Darum frage ich doch. Ja, aber Sie haben mir gesagt, dass Sie Zypern gelesen haben. Ja, bei Ihnen auf der Seite im Prinzip. Ja, das ist die, ich sende Ihnen gleich nochmal die Lizenz, falls Sie möchten. Ja, aber die muss ja offen auf Ihrer Seite einsehbar sein, oder nicht? Ja, natürlich. Wo ist sie denn? Also sind Sie auf unserer Seite jetzt? Ja, ja. Okay, da müssen Sie einfach bei Startseite gehen. Ja. Okay. Also, sobald Sie ganz nach unten gehen, dann schauen Sie, also die Rechten, da steht auch alles. Da steht Risikoausschluss. Ja, Risiko offenlegen. Sind Sie bei der richtigen das ist Seite? Ist ja toll, dass Sie mich ganz nach unten geschickt haben. St. Vincent und die Grenadinen, da sitzt er ja nochmal irgendwo im Westpazifik da. Wie viele Büros haben Sie denn? Das Büros haben wir nicht dort, sondern das ist auch, wo die Firma lizenziert ist. In Kingstown. Ja, das ist ja aber wieder nicht auf Zypern. Was erzählen Sie mir denn da für Geschichten? Okay. Warten Sie einen Moment. Ich sende Ihnen genau alles nochmal schriftlich. Da steht genau, wo alle wir lizenziert sind. Okay? Einen Moment. Haben Sie da jemanden, der sich solche Texte ausdenkt? Das ist hier wie bei L. Ron Hubbard hier. Ganz fantastische Geschichten. Schauen Sie, Herr Maulwurf. Ja, wohin denn? Ich will Sie ja nicht drängen, unbedingt mitzumachen. Möchten Sie bei uns einsteigen oder nicht? Ja, möchten Sie mir zeigen, dass Sie eine seriöse Firma sind oder nicht? Ja, das wollte ich zeigen, aber ja, dann Sie los. Mir nicht aussprechen. Okay, ja, Sie haben jetzt schon 10-mal gesagt, Sie wollen mir was schicken, haben es aber immer noch nicht gemacht. Da kann ich doch nichts dafür. Nein, das habe ich gemacht. Sie müssen einfach überprüfen, ob Sie das bekommen haben. Sie müssen immer das aktualisieren. Nee, da ist nichts gekommen. Okay, einen Moment, ich sende das zum zweiten Mal. Einen Moment. Ja. Ja, ich habe Ihnen jetzt etwas gesendet. Wie ist denn das Wetter in Berlin? Schauen Sie, für persönlichen Sachen, für Geschäftliches können wir reden, Herr Maulwurf, weil ich habe viele Termine. Meine Güte, sind Sie unfreundlich. Ich habe eine ganz normale Frage gestellt. Ja, aber ich habe viele Termine am Laufen. Ja, und? Wenn ich zu meiner Bank reingehe oder zur Post und da guten Tag zum Verkäufer und Berater sage, dann spricht er auch normal mit mir, ne? Ja, natürlich. Also, haben Sie das nicht gelernt? Sind Sie neu in der Firma? Herr Maulwurf, ich sehe, dass Sie kein Interesse haben, für Geschäftliches zu reden. Du bist ein ganz kleiner, dreckiger Krimineller und du bist gerade live im Internet. Schade, das hat er wahrscheinlich nicht mehr gehört. Was ein Froschkopf. Erst erzählt er was von Sitzen in Berlin, weiß dann natürlich ganz klassisch nicht, in welchem Stadtteil das ist, wird beleidigt, wenn man nach dem Wetter fragt, weil er natürlich offensichtlich die Antwort nicht kennt. Dann erzählt er erst auf Nachfrage, der sitzt in Zypern und dann siehst du irgendwo dann unten an dem Text, den er dich hinschickt, wo überhaupt nichts steht von einer fucking Lizenz, die sie sowieso nicht haben, dass die auf scheiß St. Vincent sitzen, da irgendwo auf seiner fucking Drecksinsel. Nichts gegen die Insel und die Leute da. Aber diese dreckigen Betrüger, diese Elenden.